Hey Leute, ich habe die Quelle gefunden, die sich hier in dieser Eisregion befindet. Naja, okay, ich hatte ja schon im letzten Part gesagt, wo sie sich genau befindet. Ich habe mit der Flasche noch einmal den Eisblock da vor dem Loch weggeschmolzen und jetzt konnten wir hier reingehen. Und so sieht das hier auch genau drin aus. Und ich habe vor, erstmal die ganzen Steine, die hier sind, wegzusprengen. Vielleicht befindet sich da ja irgendetwas Sinnvolles drunter. Irgendwie, weiß ich, Rubine wieder, obwohl wir keine Rubine brauchen, damit wir schlauer sind, damit wenn wir Rubine brauchen, wir wissen, wo wir suchen können. Und da haben wir zum Beispiel schon mal eine Truhe, aber sonst ist hier eigentlich nichts. Alles klar. Gut, was hatte ich vorher? Naja, ach komm, legen wir einfach den Bogen dahin. Sollte schon passen. So. Dann sehen wir ja, dass hier nur 20 Rubine drin sind. Mehr nicht. Okay. Also hier war wohl wirklich nichts so wirklich Tolles drin. Aber hier bekommen wir das heiße Wasser. Und zwar vor Ort, wo der Opa-Gurule eingefroren ist. So. Und dann tauchen wir den Hut noch gleich mal auf. Natürlich ist er wieder während der Zeit, wo wir in der Quelle waren, wieder hier eingeschneit. Aber ach, mit einem fetten Hieb vom Gerol ist das alles kein Problem. So, dann tauchen wir dich mal auf, kleiner guter Blob. Naja, er ist zwar größer als wir, aber was soll's. Und ist das seine Lippe oder ist das seine Zunge? Nee, das ist seine Lippe, alles klar. Wo bin ich? Da, es ist schon so spät, ich muss mich beeilen. Oh, und jetzt geht er wirklich in diesem Schneckentempo voran, aber wir wollen etwas von ihm. Oh, du bist es, Stabani. Aber bist du denn nicht tot? Halluziniere ich etwa? Vielleicht ist das auch nur ein Trugbild vom Gipfel des Berges. Ich wurde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich. Ich wende mich nicht ab. Ich durchschaue die Illusion. Gleich bist du verschwunden. Was? Mein Sohn weint, weil er mich vermisst? Woher weißt du das? Mein Sohn vermisst mich. Ulf, vergib mir, mein Kind. Dein Vater muss etwas erledigen. Oder musste, weiß ich nicht. Dabani, egal ob du ein Geist bist oder ein Hirngespinst, es kümmert mich nicht länger. Wenn du Mitgefühl für meinen kleinen Sohn verspürst, dann wiege ihn sanft mit diesen Klängen in den Schlaf, lausche dem Klang meiner Trommel. Dieselbe Melodie wurde einst für dich gespielt, als du noch klein warst. Cool. Und jetzt spielt er uns das Lied vor, was wir brauchen, um das kleine Kindchen einzuschläfern. Wie ging doch diese Melodie? Lass es mich doch einmal spielen. Ja, jetzt hat er es vergessen. Mehr weiß er nicht. Ja, etwa so. Wieder dasselbe. Es hat keinen Sinn. Ich kann mich nur an den Anfang erinnern. Ich werde dir nur den Anfang beibringen. Cool. Da geht es eigentlich. Also dasselbe nur noch mal runter. Och man, das ist total ungewohnt, wenn man das Intro steht da sogar. Wenn man das ganze Lied kennt, aber nur die Hälfte davon oder den Teil spielt. So. Jetzt haben wir das auch schon mal gelernt. Das ist das Schlaflied-Intro gelernt. Es gleicht dem beruhigenden Gesang eines bedächtigen Vaters. Ich habe das Lied nicht vergessen, doch kann ich mir bei dieser Kälte nicht besser spielen. Auf jeden Fall zähle ich auf dich. Ja, das kannst du auch tun. Und den alten Opi lassen wir jetzt hier wieder allein. Und ja, der kommt wirklich nicht alleine voran, aber mehr brauchen wir von dem nicht. So, und mit dem Lied können wir jetzt das kleine Kindchen einschläfern. Das ist auch schon mal was ganz Gutes. Und dann sollte eigentlich wieder
alles ganz normal in der Gruul City sein. So. Wollen wir uns ein, mit der Stampfattacke können wir ganz einfach wieder dieses Tor hier öffnen. So, Fetti, geh mal rein. Oh ne, und da schreit auch schon wieder das kleine Kindchen rum. Naja, das wird aber gleich sein Ende haben. Denn mit unserem Schlafen soll das kein Problem mehr sein. So. Moment. Ah, okay, jetzt habe ich es falsch rum gemacht. Genau. Schlaflied Intro. Da. Ah, und jetzt? Und jetzt? Was passiert jetzt? Aufhört zu heulen. Dieses Lied. Mein Papa hat es immer für mich gespielt, bevor ich eingeschlafen bin. Oh, jetzt habe ich. Achso, sie gibt uns jetzt nochmal das Ende. Und so geht es halt zu Ende. Wie ich schon gesagt hatte. Da, 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 da. Yeah, und jetzt lernen wir das komplette Lied. Da, 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 da. Und dieses Lied brauchen wir halt auch, um in den Tempel zu kommen. Also, das müssen wir halt machen. Das ist so wie in den Sümpfen gewesen. Ah, und jetzt kommt das Intro, wo das kleine Kind jetzt einschläft. Oh, da ist es eingeschlafen. Der dicke Opa, ey. So ein krummer Rücken, aber naja, so ein Gewohnheit so an sich. Ah. Es ist so, als wäre Papa hier neben mir. Zack. Eingepennt. Oh, endlich. Das Schlummerlied-Intro wurde zum geronischen Schlummerlied. Diese Weise hüllt den Lauschenden in sanfte Stille, während seine Augenglieder schwerer werden. Ui. Und nicht nur das kleine Kind ist eingepennt, sondern auch noch die ganzen Goron drumherum. Aha, die Goron schlafen ein, sobald sie das goronische Schlummerlied hören. Wie praktisch. Das soll auch ein Hinweis darauf sein. So, also nämlich, dass wir das irgendwann nochmal brauchen. Und wie kriegen wir den ganzen Kack? Ach ja, stimmt. Upala, jetzt habe ich was falsch gemacht. An dieser Stelle brauchen wir jetzt erstmal die Riesenstäbe, denn wir müssen jetzt diese ganzen Fackeln, wie ihr seht, alle anzünden. Das geht folgendermaßen, denn hier ist eine Fackel, oder zwei, ja zwei, die schon brennen. Das bedeutet, hier können wir unsere Deko-Stäbe ganz einfach anzünden. Ja, jetzt ist die alte Goron-Musik wieder da. Oder war die auch vorher schon da? Ich weiß nicht genau. Habe ich jetzt eigentlich relativ vergessen. Egal. So. Dann zünden wir die gleich hier unten auch schon mal an. Nämlich die hier. Wir müssen uns halt, glaube ich, beeilen. Da sonst die irgendwann hier wieder aufhören zu brennen. Aber ich möchte halt nicht, dass der Dekustab zerstört wird oder verbrennt endgültig. Man muss einfach nur noch mal schlagen und dann ist der Dekustab wieder weg und kann ihn wieder neu benutzen. Das kennt ihr aber ja auch aus Ocarina of Time. Da habe ich den Trick ja schon mal erklärt. So, boah, jetzt ist das nicht angebrennt. So. Und zack. War das jetzt alles oder habe ich jetzt alles schon vergessen? Oder habe ich schon gefailt? I don't know. Muss ich mal ganz genau gucken. Und ich glaube. Oh. Moment, jetzt muss ich gucken. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt eine vergessen habe oder ob die überhaupt die ganze Zeit weiter brennen. Ah ne, da gehen sie langsam aus. Ja, dann war ich wohl zu langsam. Shit. Egal. Dann machen wir es halt nochmal. Muss uns genau einprägen, wo die alle stehen. Und wie lange überhaupt so ein Dekustab brennt. Weil, wenn man den zu oft einfach wechselt, so wie ich eben gerade, dann wird daraus nichts. Hat man ja gerade gesehen. So, dann probier es nochmal. Und den ist kalt. Also, wenn man mit den Goronen jetzt spricht, dann sagen sie, ja, uns ist kalt, machen wir hier das Feuer an. Und, naja, okay, die Fackeln. Und das machen wir jetzt auch erstmal nochmal. So, hier laufe ich jetzt einfach ganz normal weiter.
Und jetzt weg damit. Und jetzt nochmal neu. So, jetzt sollte es eigentlich reichen. Jetzt haben wir ja nur eine ganz kleine Pause gemacht. Und nicht so wie vorhin zweimal einen dicken Stab rausgeholt. Wobei ich vielleicht doch noch einmal den neuen dicken Stab rausholen muss. Ich mach sie ja an der Stelle nochmal. Weil ich habe keine Ahnung, wie lange die brennen. So, jetzt Beeilung hier. Ja, okay, dich habe ich. Pepper, dich habe ich auch. Und dich habe ich jetzt auch. Aha! So, jetzt gemacht. Und schon brennen die ganzen Krüge dort um und drehen sich auch. So, und das ist jetzt vom Vorteil. Da wir mit dieser mit diesem Ereignis uns eine neue Maske holen können. Nämlich von dem Büro, der ganz am Anfang da rumstand mit dieser Froschmaske oder diesem komischen Hut da oben drauf. Und das ist auch diese Froschmaske, von der ich erzählt hatte. Womit wir dann diese ganzen Frösche zurückbringen können. Und da kriegen wir dann ja ganz am Ende ein Herzteil für. So, und so wie ich das jetzt eben gerade gemacht habe, dass man da die ganze Zeit gegenrollt, das muss man jetzt die ganze Zeit machen, bis man einen Krug oder den richtigen Krug erwischt hat. Und da ist nämlich ein großes Stück Fleisch drin. Weil der Gewohne will ja auch was zum Knabbern haben, hat er ja gesagt, etwas nochmal so richtig, wo drauf man richtig rumkauen kann. So, und das dauert jetzt natürlich ewig hier, bis man da endlich mal den richtigen erwischt. Aber ich glaube, das ist ganz gut, dass man muss nicht immer zurück, ganz nach zum Anfang hin, sondern hier ist man, wird man so wie im Schnee verlangsamt und kann richtig den Moment abwarten. Und dann richtig Stacheln bekommen und dann rollt man dagegen und failt sogar. Okay Leute, dann mache ich das einmal eben offscreen, wo ich dann alle Krüge zerstöre. Gut, bis gleich. So, ein Krug ist noch übrig. Bisher ist noch kein Stück Fleisch rausgekommen, aber jetzt beim letzten sollte es eigentlich der Fall sein. Und bam! Und da ist jetzt das Stückchen Fleisch rausgekommen. Genau. Ob man wirklich immer alle zerstören muss, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr ja ein bisschen mehr Glück und bekommt schon gleich zu Anfang dieses Stück Fleisch. Aber wenn man das halt nicht bekommt, dann muss man, so übel das auch ist, alle zerstören. So, und an der Stelle darf ich das Video gleich wieder abbrechen, denn den Weg zum Goron gleich am Anfang kennt ihr ja auch schon, weil ich muss mit dem scheiß Stück Fleisch jetzt einfach nur noch da wieder zurücklaufen. Gut, dann sehen wir uns beim Goron. So, alles klar. Dann, Moment, muss man das, glaube ich, hier hochwerfen. So. Das ist es. Ich glaube, das muss ein Traum sein. Das feinste Dodongo-Felsenfilet. Das ist mein Lieblingsgericht. Gesegnet sei diese Mahlzeit. Ja, und da frisst dann gleich sofort alles wieder auf. Oh, ich fühle, wie meine Lebensgeister zurückkehren. Ich komme herunter, warte einen Moment. Also wird er da oben doch nicht verrecken, sondern kommt einfach runtergerollt. Warum hast du das nicht früher gemacht? Du bist einfach zur Grundstadt zurückgerollt. Mann, du bist aber auch ein Idiot. Oh, ich habe mich gefragt, wer du wohl sein magst. Wenn das nicht Damani ist. Du bist am Leben? So muss es wohl sein. Deshalb wusstest du auch, was ich am liebsten esse. Ja, genau. Oh, fast hätte ich es vergessen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Und damit hätten wir Don Geros Maske erhalten. Ein Abbild von Don Gero, dem Leiter des Froschchors. Cool. Diese Maske sieht so echt aus, dass dich damit jeder sofort einen Froschchor dirigieren lassen würde. Ich hoffe, der Frühling kehrt bald wieder, damit meine Ohren von der Darbietung der Frösche verwöhnt werden. Aber ich kann hoffen, was ich will. Es ist noch immer so kalt. Ich kehre ins Dorf zurück. Das hättest du auch ein bisschen früher machen können, ne? Guck mal, wie schnell du bist. Oh Mann. Naja. Man kann ja nicht immer auf solche Ideen kommen. Gut, Leute. Ja. Dann hätten wir ja auch schon mal was geschafft. Was können wir eigentlich hier jetzt noch machen? Eigentlich hätten wir jetzt alles fertig gemacht und können uns jetzt aufmachen zum Tempel. Das bedeutet, den nächsten Part gehen wir auf zum Tempel. Mal gucken, ob ich mir vielleicht Verstärkung für diesen Tempel hole. Das weiß ich noch nicht genau. Aber ja, sonst mache ich, wenn ich niemanden finde, der gerne mitmachen möchte von meinen Kollegen, dann ist es ja auch kein Problem, mache ich den ganz normal wieder alleine weiter. Gut, Leute, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier an dieser Stelle. Und dann geht's auf zum Tempel. Gut, bis dann, Leute. See ya.